Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich euch lineare Funktionen zeigen und deren Graphen, die Geraden. Also was ist eine lineare Funktion? Das ist recht einfach definiert. Es ist einfach eine Funktion, deren Funktionswert folgende Gestalt hat. F von x ist gleich m mal x plus b. Dabei, m und b dürfen alle reellen Zahlenwerte annehmen. Manche schreiben es auch als y ist gleich mx plus b. So sieht also jede lineare Funktion aus und der Graph einer Funktion, die so zu schreiben ist, nennt man immer Gerade. Jetzt wollen wir einfach den Graphen einer solchen Funktion mal aufzeigen und wir gehen davon aus, wir nehmen jetzt, ich schreibe es zwar mit y, aber beide Schreibweisen, man sieht y ist gleich x minus 1. Ihr seht, also in dem Fall, es ist eine Gerade, denn m ist in diesem Fall einfach 1. Die 1 schreibt der Mathematiker nicht vor Variablen, also es steht eigentlich einmal x und b ist in dem Fall minus 1. Also haben wir auf jeden Fall eine lineare Funktion vorliegen. Wir können also diese Gerade mal zeichnen. Ich habe hier ein Koordinatensystem gezeichnet. Ich werde jetzt auch hier skalieren. So, jetzt wenn man die Namen von m und von b kennt, macht es einem recht einfach, so eine Gerade zu zeichnen. Man nennt b den y-Achsenabschnitt. Und es ist ganz einfach der Punkt auf der y-Achse, der von der Geraden geschnitten wird. So, der da. Weil wir wissen also, minus 1, also kann ich bei minus 1 auf der y-Achse einen Punkt anlegen. Der ist auf definitiv, der liegt auf definitiv auf der Geraden. So, und m nennen wir Steigung. Steigung heißt, wenn ich sowas zeichnen will, wenn ich um eine Einheit nach rechts gehe, muss ich auch um eine Einheit nach oben gehen. Das heißt, wenn die Steigung negativ wäre, müsste ich nach unten gehen. Das heißt, ich gehe um eine Einheit hier rüber, gehe ich um eine Einheit nach oben und habe den nächsten Punkt. So. Also bei 1, 0. Zwei Punkte reichen immer schon, um eine Gerade zu zeichnen. Wir müssen dann nur ein Lineal nehmen oder das Geodreieck und diese beiden Punkte verbinden. Das heißt, das hier ist unsere Gerade, die wir da oben mit, die hier beschrieben haben. Das ist jetzt die Gerade zu dieser Funktionsgleichung. Also hier y ist gleich x minus 1. Jetzt sollen wir uns diese Steigung mal genauer anschauen. Die Steigung habe ich jetzt hier benutzt, um den zweiten Punkt zu generieren. Das kann ich aber generell machen. Die Steigung ist einfach definiert. Ich kann generell eine Gerade, ein sogenanntes Steigungsdreieck anzeichnen. Also ich nehme zwei Punkte, beliebig auf der Geraden, und dann zeige ich hier parallel zu den Achsen das Steigungsdreieck ein. Diesen Wert hier, die Länge dieses Teils, dieses Abschnittes, nehmen wir Delta Y und das hier unten Delta X. Man könnte auch hier sagen, der Aufstieg, das ist der Fortschritt. Und dann gilt m, die Steigung, ist einfach Aufstieg durch Fortschritt. Delta y durch Delta x. Das ist die Steigung. Wenn ich jetzt eine negative Steigung habe, dann habe ich nicht einen Aufstieg, sondern es fällt ab, es wird negativ. Wenn ich zwei Geraden habe mit der gleichen Steigung, dann sind diese Geraden immer parallel. Also hätte ich jetzt zum Beispiel x plus 2, dann würde das hier bei 2 mit y-Achsenabschnitt haben und es hätte genau die gleiche Neigung wie diese Gerade. Also Geraden mit der gleichen Steigung sind parallel. Wenn die Steigung mal 0 wäre, dann habe ich keine Steigung. Dann würde ich einfach hier parallel zur x-Achse sein. Und Geraden mit dem gleichen x- und y-Achsenabschnitt, die schneiden sich einfach auf der y-Achse. So, wenn ich jetzt diese Gerade mir einfach mal anschaue, ihr habt es gesehen, wie ich eine Gerade zeichnen kann, wenn ich ihre Funktionsgleichung sehe. Natürlich kann es mal sein, dass ich zum Beispiel die Gerade hier habe und sie ablesen muss und ihr Wert bestimmen. Oder man gibt mir zwei Punkte vor und ich soll die Geradengleichung bestimmen. Nun, machen wir das einfach mal.
Wir tun mal so, als ob wir diese Funktion tatsächlich nicht kennen. Dann lese ich einfach mal hier diesen Punkt hier unten ab, den ich gut ablesen kann. Ich gebe ihm einen Namen und sage mal, das wäre der Punkt Q. Der hat natürlich die Koordinaten 0 und minus 1. Und ich lese noch hier einen Punkt ab und nenne den P. Und P hat die Koordinaten, hier muss natürlich 2 sein, 2, 1. Ich habe also zwei Punkte abgelesen. Das heißt, manchmal gibt man einem die Punkte auch schon vor. Was steht denn da, P und Q? Da steht nichts anderes als, das ist ein X-Wert, das ist ein Y-Wert, das ist ein X-Wert, das ist ein Y-Wert. Das heißt, ich kann das Delta Y hier auch bestimmen, indem ich einfach den einen X-Wert minus den anderen X-Wert rechne, das heißt, den einen Y mit dem anderen Y-Wert. Also hier, was heißt, war das was wie Y2 minus Y1 und X2 minus X1. In unserem Beispiel hier können wir das mal machen, der Y-Wert, nehmen wir den hier oben, 1, minus minus 1 durch Delta X, wir haben vorhin mit P angefangen, dann müssen wir jetzt wieder mit P anfangen, 2 minus 0. Ihr seht, 1 minus minus 1 ist 1 plus 1, also 2 durch 2, 2 halbe, naja, gibt 1. Wir haben also das N bestimmt, das wir schon kannten, das ist vollkommen richtig. Um jetzt dann noch von der Gleichung den Y-Achsenabschnitt bestimmen, muss ich einen dieser Punkte in das, was wir bisher wissen, einsetzen. Bisher wissen wir ja, Y ist gleich nx, das n kennen wir, also 1, 1 mal x plus b. Die 1 müssen wir nicht jedes Mal schreiben, also wie schließe ich wieder weg. Und auch nur damit gleich, wo die 1 eingesetzt wurde. Soweit wissen wir jetzt, nach diesem n berechnet haben, wissen wir, soweit muss die gerade auf jeden Fall aussehen, die Funktion vielleicht gerade. Und jetzt setzen wir einen Punkt ein. Zum Beispiel nehmen wir jetzt den Punkt P, 2, 1 und setzen den da ein. X ist 2, Y ist 1, also steht hier 1, plus, 1 gleich 2 plus B. Nun, wir müssen nach B auflösen. In dem Fall direkt einfach minus 2, dann steht dann minus 1, ist gleich B. Wir haben also sowohl M als auch B bestimmt. Wir wissen, B ist minus 1. Das stimmt mit dem, was wir von Anfang an ja wussten, überein. Wir konnten in dem Fall natürlich von Glück reden. Wir konnten alles direkt vergleichen. Nun, ihr habt auch noch Aufgaben bei unserem Skript dazu. Rechnet die selber mal durch. Schaut mal dann auch die Lösungsvideos an und vergleicht sie mit uns. Dankeschön.